これは打ち常の物語。般若、伊予の力に被験する類まれなる腕を持つある弓取りの話だ。恐れた伊予は打ち常を呪われた地に閉じ込め、過去の悪行が繰り返されるという精神の拷問を加えていた。クロードは伊予の手から打ち常を解き放つべく出立する。Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ghost of Tsushima Legends. Ja, ja, ich übernehme ihn, alles gut. Ich bin wieder mit meinem neuen Kollegen hier unterwegs. Und wir sind wieder auf Mordstour durch Tsushima und irgendwelche Mongolen umzubringen, wie immer. Wir müssen jetzt irgendwie diese Bogenschützen da finden. Ja, ich nehme ihn. Alles gut. Sehr schön. Oh nee, nicht ein Sportkampf, ich hasse diese Dinge. Sehr schön. So. Ausrüsten. Und das ist die Bogenschütze. Er mit seiner Mongolen-Ausrüstung, nicht in meinem komischen Krähen-Outfit. Oh, was kann denn dieser Bogen? Okay. Ist das ein Typ? Ah. Oh. Nice. Nicer Bogen. Dann benutzen wir ihn doch gleich mal, oder? Der Typ lebt noch. Und er hat ein Schild. Den hätte ich killen sollen. So, zack. Sehr schön. So, wohin geht's als nächstes? Zack. Oh, aber. Das hat ihn halt mal gar nicht gejuckt. Das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Sehr schön. Aua. Sehr schön. Und weiter geht's durch das komische Tor. Kurz heilen. Los geht's. Hui. かつて古天狗と呼ばれる恐ろしい妖怪を打ち倒し、国を救ったと言われる伝承の弓取りである。それゆえ、伊予は足を封じた。俺の兵の力を高めるため、わしの魂を食い物にした。ich bin gleich hinterher teleportiert. 日吉の湯は伊予の力を求める遺跡どもに投げられてしまっていた。In dem Rechten wartet doch auf mich. Verdammt. Wollen wir das nicht leise machen hier? Der ging halt voll geil daneben. Sehr schön. Kann man den Bogen dann auch in den anderen Modi verwenden oder nur in dem hier? Er wartet halt nie auf mich. Jetzt warte doch kurz. Ich bin nicht neben dir. Ich brauch ein bisschen länger. Also fertig, das ist wieder so ein fetter Typ. Und wieder ein Bär-Typ. Aua, aua, aua. Sehr schön. Wo müssen wir jetzt hin? Nach da oben. Was ist das denn für eine? Hallo.
Oh, nicht diese fetten, nicht diese fetten. Nö. Nö, 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 nö. Oh Gott. Ich werde wieder durch die Gegend geworfen. Es juckt die nicht mal. Da ist der dumme Bogenschütze, der im Kampf. Alter, dieser Bogenschütze, Mann. Was ist denn der da? Ja. Genau. Oh, alles klar, es geht wieder los. Dankeschön. Absolut lächerlich. Es war still im Heilbad. Wo müssen wir jetzt hin? Wohin? Ach, nach da oben. Let's go. Wieder in unserem Paarraum, der jedes Mal cooler aussieht. Hör ich mich drüber. Was müssen wir jetzt machen? Okay. Müssen wir jetzt dieses Gebiet verteidigen, oder wie? Wir drehen alle durcheinander, nice. Erstmal verbeugen, genau. Na komm, wo bleiben sie denn? Wo sind sie? Da sind sie. Das hat mir halt auch nicht gejuckt. Und nicht wieder so ein Sperrtyp. Nicht so ein Sperrtyp, gar kein Bock. Alter! Ich sehe mich selbst nicht mehr. Oh nee, nee, nee! Oh mein Gott, was ist das? Oh. Da wird wieder irgendwas eingenommen. Na, no, sehr schön, der letzte. Jawoll! Das ist ein Unstreich. Nice! Victory! Das war es, oder? Jawohl. Sehr schön, dann würde ich sagen, Zeit für eine zweite Runde. Korewa, Otsuna no Tengu no Monogatari, Moko to Tengu wa te o musubi, Kubara no mura no nottori o kuwadate, soshite, aru denshou no kenkaku wa, honogurai hora de, Kurodo o machi kamaeru, mazu. Okay, wir müssen irgendjemandem helfen. Krähendämonen. Was jetzt in meinem Outfit? Also, was gibt's denn? Gestalt umgeben von Krähen. Stimmt denn da unten? Welchen nimmst du? Das war klasse. Der ein scheiß Leben gerettet, Alter. Mensch, 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 das hätten wir echt besser timen können. Okay, machen wir das mit dem Krähentypen. Oh Gott, der ist hier. Und das ging erstaunlich schnell. Wo seid ihr denn? Wo sind denn die ganzen Gegner? Ah, okay. Ja, ist gut, jetzt wartet doch. Oh mein Gott. Und da ist Vione, der tötet die Geisel. Und er hat ein Schild. Was bringt diese dieses Spezialding, was ich hier habe? Er ist komplett verwirrt, weiß gar nicht, was abgeht. Diese Schildtypen, man, das nervt. Okay. Dann retten wir mal die Geisel, hm? Den Dorfbewohner. Hallo. Ah, gern geschehen. Kein Ding. Verbeugen, naja.
Okay, weiter geht's. Ich warte auf mich. Nein, er ist ohne mich gegangen. Ich versuche es ja aufzuhalten, weil ihr mich kennt. Die Menschen sind wütend, die Insel ist wütend. Okay, ihr wolltest die Insel stoppen, oder wie? Komm, alles klar. Na dann. Ich nehme den rechten, genau, du nimmst den linken. Zack. Perfekt. Sind hier irgendwo noch welche? Nope. Oh doch, da. Oh Gott. Oh Gott, das war schlecht gemacht von mir. Das war, als wäre fast schief gegangen. Hätte man besser machen können. Ich nehme den da vorne. Wenn ich hinkomme, ohne dass er mich sieht. Er hat mich gesehen. Er hat es einfach gesehen. Oh, diese Scheiß. Diese Sperrtypen. Die sind so schlimm. Aber sehr nah an der Realität tatsächlich, weil mit dem Speer ist es einfacher, ich sag mal, Schwertkämpfer aufzuhalten. Weil man die auf Abstand halten kann. So, oh ne, oh, Jawoll. Ja, warte kurz, ich muss kurz mein Schwert wegpacken. Da bin ich. So, kurz heilen. Dann geht's weiter. Wohin geht, Kumpel? Da lang? Ich geh mal hier, ich schlag mich mal hier. Oh Gott! Das war falsch. Du musst es kurz ohne mich machen. Ich bin irgendwo runtergefallen. Komm ich irgendwie wieder hoch, bitte? Ah, na ja, okay. Blöd. Ja, ich kümmere mich drum. Zack. Oh, der Crane-Typ ist wieder da. Sehr schön. Hier noch ein Schild und einen Bogenschützen. Ich glaube, Schild brauche ich wahrscheinlich an dem Bogenschützen. Ging. Ich wollte gerade sagen, ich brauche Hilfe beim Bogenschützen. Aber das ging eigentlich. Beim Schild-Typ. So, dann gehen wir nochmal durch. Das wollte ich nicht machen. Vernichte Kuroos Seele und seine Wachen. Ich bin gerade voll und ganz auf die konzentriert. Dann machen wir die einfachen Gegner als erstes fest und danach die Schildtypen. Boah, aua. Sehr schön, jetzt die Großen. Oh, what the fuck, ja, danke. Was ist das denn? Dann kümmere ich mich kurz um die. Oh, die ist schnell. Die ist schnell. Das ist wohl der Hauptgegner hier gerade, die Seele. Die mache ich fertig. Ich sehe nichts. Zack. Zack, ah, nee, okay. Ich will meine Spezialdinger wieder bereit. Ey, okay. Ich mach mal runter. Jetzt komm, ah, fertig, hier. Sehr schön. Und jetzt noch den fetten Typen, genau. Sehr schön. Das war's, oder? Betritt das Tori-Tor, um die Geschichte abzuschließen. Ja, nice. Dann würde ich sagen, gehen wir kurz dahin. Dann würde ich sagen, war es das für heute. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben freuen, einen netten Kommentar, ein Abo natürlich auch. Und wenn ihr es weiter seht, würde es mich natürlich auch sehr freuen. Gehen wir noch kurz hin, schließen das Ganze hier ab. Ja, und bis zu einer nächsten Folge Ghost of Tsushima Legends. Tschüss!